Hallo, das ist die Rille, das Musikmagazin auf Servus TV. Und es freut mich heute besonders, dass ihr mich begleitet auf meinem Trip nach Berlin, aus Dresden, in Hamburg, in Salzburg, in der westlichsten Gemeinde Österreichs, in Feldkirch. Ich bin hier in Wien, genauer gesagt im Prater. Allerdings nicht, um Ringelspiel zu fahren, sondern um das Tanzbein zu schwingen. Bei mir wird es heute frech, frivol und frankophil, denn ich treffe das exzentrische Synthie-Pop-Duo mit splenigem Punk-Einschlag Stereo Total. Wir gehen ja jetzt. Die Stars des heutigen Abends nennen sich selbst gänzlich unbescheiden Helden. Wir sind Helden. Bunny Lake, Max Herre, Karpatenhund, Revolverheld, Zweiraumwohnung. Jetzt habe ich für euch einen Kurzüberblick über das bisherige Schaffen von Großstadtgeflüster. Wir schreiben das Jahr 2003. Live und in Farbe knutscht Britney Spears mit Madonna. In Berlin treibt die Popfanatiker Jen, Raphael und Chris nie die Frage, wer mit wem, sondern nur die Gewissheit, alle drei zusammen. Bis in die Haarspitzen motiviert zünden sie ihre Musikrakete namens Großstadtgeflüster. 2004 wendet sich das Blatt, während sich die Boygroup Ozone in ihrem Hit Dragos Deadin D darüber ausheult, von ihrer Muse verlassen worden zu sein, fährt bei Christian Fuchs die Seine vor. Susie on the Rock sitzt nicht im Backseat auf ihr Cadillac, sondern am Steuer des Autos, das Christian abholt. Als Fuchs zu Susie einsteigt, entschließen sie sich zu einem gemeinsamen Angriff auf die Tanzfläche und gründen Bunny Lake. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. 2010 gehen Wir sind Helden nach kurzer Babypause wieder auf Tour. Kurz darauf erscheint die neue CD Bring mich nach Hause. Und entgegen anderslautender Gerüchte sind ihre Fans dort gern gesehene Gäste. Eine ganz wichtige Komponente bei euch ist ja der erotische Faktor. Ich und Elaine, sexy girl, das spielt sich immer wieder. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, gerade bei dir, Inga, dass du das ja selbstbewusst und selbstbestimmt auch einsetzt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass das in Deutschland doch nicht so verbreitet ist. Und deswegen habe ich gedacht, einer muss es machen. Es war halt dann wirklich so auch Abbildung der damaligen Szene-Wirklichkeit, sag ich mal. Der Hamburger Szene. Sozusagen, was man denn auch immer Hamburger Schule genannt hat. Die Sterne mit Was hat dich bloß so ruiniert? Und wir gehen mal nach unten, ne? Alles klar. Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Was hat dich bloß so ruiniert, dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben? Was hat dich bloß so ruiniert? Wir werden Europameister! Helden 2008, der offizielle Fußballsong zur EM 2008. Prinzipiell könnt ihr euch vorstellen, weiterhin auch andere Auftragswerke anzunehmen. Ich meine, wenn der Europäische Synchronschwimmerinnenverband anruft und sagt, hey, wie wär's? Nee, ich glaube, das wäre ja Blödsinn. Ich weiß ja noch nicht mal die Fachbegriffe. Ja? Wenn wir sowas singen wie, wir stehen hinter euch wie der zwölfte Mann, dann weiß ich, wovon ich rede. So. Aber wenn ihr macht die Pirouette so geil, dann finde ich das ein bisschen merkwürdig. Und hier sind die Video-Anspieltipps von Max Herre in der Rille. Wir fangen an, wie versprochen, mit Udo Lindenberg. Welchen Song wollen wir uns denn ansehen? Sonderzug nach Pankow. Claire, was wollen wir spielen? Ich wünsche mir von Weezer Keep Fishing. Wir schauen uns an Death Cab for Cutie, für mich die beste Band der Welt. Jetzt seht ihr Mark Ronson mit The Business International und Bang Bang ist auf der Platte drauf. Nochmal. Ja. Ist auf einer Platte drauf. Record Collection heißt das. Genau. Warum gerade dieses Video? Weil da morphen Bild und Ton so gut. Ich hatte auch ein ganz gutes Vertriebssystem. Das Gegenteil von Ladendiebstahl. Also ich habe sie in Plattenläden heimlich deponiert und dann vielleicht hat sie jemand gefunden und gekauft. Bezauberndes Konzept. Jetzt weiß ich auch, wie ich meine künftigen Platten endlich in den Plattenladen kriege. Okay, genug geplänkelt, jetzt wird es ernst. Spannung. Stereo Total singen Liebe zu dritt, miau miau, du bist gut zu Vögeln, schön von hinten und ich soll das jetzt kritisieren. Wir freuen uns an Songs wie Alaska. Die zusammengeklaute Melodie zitiert unter anderem Words Don't Come Easy von F.R. David. Was soll ich zu diesem Killer-Trash vom Feinsten noch sagen? Ich hätte da einen Vorschlag. Da wir alle nicht jünger werden, könnte das Du als nächstes das Thema Sex im Alter aufgreifen.
selbstverständlich im Sinne fortschreitender Genussfähigkeit, auf das uns Stereo Total noch möglichst lang erhalten bleiben mögen. Na ja, also, Jaman war ja eigentlich ganz interessant, ne? Wer ist denn dieser Typ so? Es war nicht so schlecht, Christian. Ich finde super, wie er das nachgespielt hat. Also jetzt merken wir wirklich, welches Potenzial in dem Song steckt. Wir haben ja schon geredet, was wir alles mit dem Song noch vorhaben. Und ich höre einige Piano-Versionen. Und das Lustige ist, dass das tatsächlich in Interviews jetzt immer so vorkam. Ist das jetzt der Rückzug ins Private? Und ich finde das ganz wahnsinnig bescheuert. Und ich hatte das Gefühl, dass er sozusagen vorwegnimmt, dass das eine Frage sein würde, das aber ähnlich bescheuert findet wie ich. Eine wunderschöne Kritik von Wir sind Helden für unseren Harald Huber. Wir kommen zu etwas komplett anderem. Wisst ihr, was Klopapier-Häkelhäubchen sind? Ja, natürlich. Oh, darum geht es jetzt in der kommenden Rubrik. Hier ist das Gute und das Schlechte. Gut finde ich Ohrenschützer. Es herbstelt und windet, was man auch ungut am Ohr empfindet. Darum sollte man die Lauscher auch schützen. Endlich wieder in die guten Ohrenschützer. Als Ausdruck geschmackssicherer Individualität. Schlecht finde ich Klopapier-Häkelhäubchen. Wer zum Teufel hat das denn erfunden? Eine Haube fürs Klopapier? Zum Warmhalten oder wie? Liebe Urstrumpftanten, häkelt in Zukunft was anderes, aber bitte nicht mich. Herzlichen Dank, Revolverheld, nochmal. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin. Ich danke dir recht herzlich, auch dir, Raphael und Chris. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben zu danken. Schön war's. Au revoir. Au revoir. Und wir sehen uns bald wieder, wenn ihr wollt, in der Rille. Bis dahin. Servus. Servus. Das war nicht dein Studio.